Hallo YouTube, was geht ab? Ich bin's mal wieder mit einer weiteren Runde Call of Duty Black Ops Cold War. Heute testen wir mal den neuen Modus Miami Strike, oder die neue Map 24/7. Kill confirmed, Abschuss bestätigt. Gucken wir die Amanda Strike Map. Ach, Miami Strike Map ist. Bullfrog. Genauso aus wie die Miami Map. Ich hab auch einen Typen geschossen, der da auf AFK stand, weil ich einfach nicht fassen konnte, dass er auf AFK war. Lull. Lost. Hallo. Achso, die Map ist halt abgesperrt und es gibt dann unbestimmte Bereiche. Ja, wow. Also die lassen sich aber auch immer wieder was Neues einfallen. Kaffa, Alter. Statt mal wirklich eine neue Map rauszubringen? Nee. Raid? BO2 Remake. Warum hat man keine Steps? Raid, BO2 Remake. Miami Strike, einfach Miami eingezäunter, kleiner. Deswegen Strike wahrscheinlich. Keine Ahnung, Map, keine Ahnung, die Spawns. Gefällt mir nicht. Warum höre ich nichts? Ich höre keine Steps, Alter. Ist alles still. Hinter mir läuft einer. Hört man nicht. Mate. Ja, was ist das denn für eine Scheiße? Natürlich, ich krieg genau die Blendnade von irgendwo out of nowhere ab. Der Typ auf mich piekt. Das ist ganz natürlich. Sie sind natürlich zu zweit. Also die Map ist absolute Bullshit. Ist einfach Miami, nur kleiner. Für gewisse Bereiche sind abgegrenzt. Das ist der einzige Unterschied. Ist das schlecht? Ist das schlecht? Und da schreiben die drauf eine neue Map. Digga. Ich ihm ins Gesicht geballert habe, aber er taked es einfach. Das war schlecht. Er hat sogar einen Laser drauf, aber ich Laser nicht gesehen. What the fuck? Thank you.
Ja, ich hab so krank gedreht, dass ich mich verwehrt habe. Geil. Wie lost war das? Ja, aber die letzten 3 Tage nicht gezockt, weil das Game die ganze Zeit rumgebackt hat. Dann hab ich nochmal deinstalliert und neu installiert. War ziemlich Aufwand. Aber es geht wieder. Wow. Cool. Jetzt spiel ich gegen jemanden, der ein RP gespielt. Well done. Was hätte ich noch geholt? Brada. Oh oh. Reload, warte. War das safe, ne? Das ist der Spot. Dead aim, bro. My ass. Was? Ja, okay, Digga, auf 1 Meter Entfernung mit einer Was? Das will ich sehen, das will ich sehen, das ist lächerlich. Ja, die ich habe ihn einmal gehittet und die Sentex ist 1 Meter neben ihm explodiert. Das heißt, allein hätte er schon eine Sentex sterben müssen. Aber er taggt zusätzlich noch einen Hit von mir. Und geht trotzdem nicht drauf. Welche Waffe spielt er? Burst, Digga. Burst. 4 Hits von der Burst. 2 Ballen. Und dead. Ja, ja, ist. Er ist ein Stück Scheiße. Ich habe mein Nix und 4-Pack verändert. Na, wenn man keine Augen hat, wird es nicht besser. Hä? Wie? Steht doch dahinter. Ja, und 2 gegen 1. Das Bait in der Laune, oder wie heißt die Scheiße? Lol, ich bin in der Rakete vorgejumpt. 15. Okay, warte, was? Ja, gerade 4 Kisten? Die alle da direkt wieder gespawnt. Team Deathmatch of Chitneed. Ich mag die Map sogar. Ist ganz geil. Die NC10 kann ich auch noch ein bisschen leveln. Ist ja auch ziemlich stark im Moment. Players. Das ist 6 gegen 6. Ich muss von auf niemanden, auf keinen Spieler mehr warten. Niemand Spieler warten, genau. Nicht passiert. Die laufen zu dritt in den Bus. Das Ding ist, hätten 2 von denen ja sogar easy geklärt, wenn der dritte gewählt wäre. So zu viel Damage da reinging. Ich muss.
eingestellt, dass wenn ich Q drücke, der die Granate zückt und ich dann nochmal Q drücken muss, um zu bestätigen, die zu werfen. Halb in der Wand. Und natürlich ist sein Mate direkt zur Stelle. Natürlich. Er schluckt doch wieder wie. Da, Alter, was war das jetzt? Ich hab wieder durchgehend 75 oder bis 60 FPS und auf einmal kriege ich einen Frame Drop auf 13 für eine Minute. Warum? GPU Times bei 11 MS. Das ist mehr als. Schlechtes, ja. Ja, Digga, es ist eh. Digga, ich töte einen und es kommt instant einer nach. Instant. Als würde er einfach das spawnen, wo ich den einkill. Hey, was war denn das denn gerade für ein Hardcore-Lag, Digga? Easy picken können. Ja, was für Frame. Einfach ein Witz. Ich habe keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, was Activision mit ihren Spielen macht, aber ich habe durchgehende Frame Drops wieder. Das hatte ich im Warzone. Und jetzt auf einmal auch noch in dem Game hier. Das kann nicht sein, Digga. Die patchen das Game und statt bei dann die Hälfte der Bugs werden nicht entfernt, die Waffen werden nicht angepasst, obwohl sie immer noch die Aug immer noch viel zu überpowered ist. Den beiden in Warzone und in Cold War. Und dann machen sie ein Update, wo sie dann die Hälfte der Sachen gar nicht fixen oder verändern. Nichts großartig Neues bringen. Und das Spiel auch noch absolut am Ruckeln ist danach. Also Performance-Probleme auch noch, patchen die auch noch mit rein da drin. Also das ist einfach, ja, das darf eigentlich nicht sein. Dass mal ein Bug entsteht, ist klar, aber so viele Bugs wie die haben und Probleme, dass die auch zu stark ist, ist kein Bug. Einfach falsch. Ich habe keine Munition mehr. Eine Typ traut sich nicht mal, nachdem sein Mate reinkommt. Sein Piss. Ja, ich kann nichts machen. Das ist doch ein Witz. Die werden was die für Waffen spielen, Mann. Die holen nicht im Nahkampf auch instant. Levelt seine Waffen, du guckst die Creeps im Internet sind. Die Waffen sind trotzdem noch schlechter als die deiner Gegner. Fuck. Das war echt zu blöd.
Der ist auch noch in den Smoke hinten reingelaufen und gestorben. Na. Nein, meine Muni ist leer. Oh, der wäre so schön gewesen. Okay, das neue Kit ist stark. Nachladen, die geht mir aus. Die beschissen der aus, wenn er da rumläuft, richtig. Komisch. Gut. Nein, es respawnt, oder? Ich glaube schon. Oh, was ein Scheiß. Ja, vielleicht eine Sekunde nehmen sollen zum Aim. Ich einfach dumm reinspringen. Das ist ein Geschützturm. Warum? Easy. Zweier. 207. Bam, bam, bam. Ja, halt ein Moment. Da war ich fast out of Muni. Naja, okay, das hat sich eigentlich ziemlich scheiße aus. Ich habe aber nur perfekt den Spalt abgeaimt und geballert. Ja, hat gereicht. Ne, war eine gute Runde. Ja, die erste. Also die Map ist ja aber absolut scheiße. Ich habe ja ein kleineres Miami und ich fand Miami war ja doch ein bisschen zu groß, aber die haben es halt komplett. Das ist ja nicht mal mehr die Hälfte von Miami. Und auch einfach wieder dieser Einfall. Wir teilen einfach eine Map von uns, machen die einfach kleiner und dann verkaufen wir das als neue Map. Das ist eine Marktidee. Also das sind richtig schlaue Füchse da. Jo, dann würde ich sagen, lasst eine Bewertung da. Schaut doch gerne auf meinen Social Media Kanälen vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge.